Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Frau van Alverden hat es eben schon beschrieben, wie es im Leitfaden zum Aufnahmeverfahren für das Weltdokumentenerbe heißt, dass Einzelpersonen, Institute, Einrichtungen, Verbände und Nichtregierungsorganisationen antragsberechtigt sind. Kein Wort von einer Antragsberechtigung der Legislative, ganz im Gegenteil. Es ist sogar ausdrücklich erwünscht, dass die Vorschläge von den Bürgerinnen und Bürgern selbst kommen, eben aus dem zivilgesellschaftlichen Raum. Stattdessen beschäftigen wir uns nun mit einem Schaufensterantrag, mit dem ausgerechnet Sie, meine Damen und Herren der AfD, wohl kaum die Werke Reuters bewahren, sondern eher Reuter als niederdeutschen Schriftsteller im Sinne Ihrer Interpretation von Heimatgefühl instrumentalisieren wollen. Herr Holm, Sie haben gestern noch betont, die Bürger wollen selber laufen, bräuchten keine politische Bevormundung. Nun, wie passt das mit Ihrem Antrag zusammen? Wie wenig Sie das Leben und Wirken Reuters offensichtlich wirklich verstehen, zeigt allein die Formulierung im Antragstext, in der Sie Reuter auf die niederdeutsche Sprache an sich reduzieren. Jedoch sollte ein Schriftsteller zuallererst nach den Inhalten seines Werkes befragt und besprochen werden. Warum Sie das versäumt haben, erschließt sich uns nicht. Als Beispiel sei hier Reuters tiefernste Dichtung Kein Hüsung genannt, in der er die Flucht aus der Heimat als Ausweg aus Unterdrückung und Armut beschreibt und die damit einhergehende Ungerechtigkeit anprangert. Menschen ohne Behausung, ohne Wohnrecht, die grausigstes Elend erfahren müssen. Diese Empathie, dieses, wie Reuter selbst sagt, ich zitiere, tief empfundene Mitgefühl stets wacherhalten durch die notorischen, grausamen Folgen eines ständischen Egoismus, ist Ausdruck seiner großen Menschlichkeit, die ihn immer wieder veranlasst hat, auch unter persönlichen Opfern, Bedürftigen zu helfen und sie sogar in sein eigenes Haus in Eisenach aufzunehmen. Wir glauben, Fritz Reuter wäre heute jemand, der sich dem Hass und der Hetze entgegenstellen und den Notleidenden und Geflüchteten helfen würde. In Ihren Augen, meine Damen und Herren der AfD, wäre er wohl ein sogenannter Gutmensch gewesen. Fakt ist, dass das Werk Fritz Reuters in entsprechenden literarischen Gremien und Verbänden bereits gut aufgehoben ist. Frau Ministerin und Frau von Alverden sind darauf eingegangen. Die umfangreichsten Bestände des Reuterschen Nachlasses werden im Fritz Reuter Literaturmuseum in Staffenhagen und in der Stiftung Weimarer Klassik ausgezeichnet verwahrt und für die Nachwelt erhalten. Reuters Werke sind zudem digitalisiert und weltweit erreichbar. Damit wäre das Kernelement des Weltdokumentenerbes, nämlich die Absicherung des freien Zugangs zu bedeutsamen Dokumenten und die Bewahrung des dokumentarischen Erbes, schon lange erfüllt. Darum gekümmert haben sich die Bürgerinnen und Bürger, die sich größtenteils in ihrem Ehrenamt... Frau Abgeordnete, gestatten Sie eine Anfrage des Herrn Krüger, des Abgeordneten Krüger? Nein, natürlich nicht. Die sich überwiegend im Ehrenamt, beispielsweise im Landesheimatverband Mecklenburg-Vorpommern, seit Jahren und Jahrzehnten engagieren. Und das, bevor Sie, meine Damen und Herren von der AfD, das Thema für sich entdeckten. Reuters Sprache, die niederdeutsche Sprache, ist in der Europäischen Charta der Regional- und Minderheitensprachen verankert. Frau Ministerin hat es dargestellt, allerdings, hier möchte ich ein Stück weit Widerspruch üben, sind wir der Auffassung, dass das Landesheimatprogramm, über das Sie gesprochen haben, insofern dringend verbesserungswürdig ist, da es vor Ort an der Umsetzung hapert. Das erlebt man vor allem, wenn man mit Lehrerinnen und Lehrern spricht. Gut gedacht ist dann eben nicht immer bis ins Detail auch gut gemacht. Die Charta setzt sich für die Regional- und Minderheitensprachen als einzigartige Bestandteile des kulturellen Erbes Europas ein. Sie tritt dafür ein, dass die Zusammengehörigkeit von regionalen Sprachminderheiten nicht durch politische Grenzen behindert wird. Sie setzt explizit auf die Verbindung verschiedener Bevölkerungsteile, nicht auf eine Abschottung voneinander. In diesem Sinne ist unserer Meinung nach für Reuter und die niederdeutsche Sprache besser gesorgt als mit dem vorliegenden Antrag der AfD-Fraktion. Am Ende, meine Damen und Herren der AfD-Fraktion, möchte ich etwas Persönliches anmerken. Ich bin in den 90er Jahren aufgewachsen, eine Zeit, in der die jungen Leute und sicherlich auch die älteren Leute neue Freiheiten kennengelernt haben. Und das war jetzt nicht persönlich in diese Richtung gemeint. Ja? Die Jüngeren und die Älteren Menschen neue Freiheiten kennengelernt haben. Und bei uns war das auf dem Schulhof so, da saßen also junge Menschen mit Dreadlocks, die Gitarre gespielt haben, neben anderen jungen Leuten aus der Gothic-Szene, aus dem Hip-Hop, mit Skatern, mit jungen Menschen, die Metal gehört haben oder eben zu den Techno-Fans gehörten. Es war sehr bunt auf dem Schulhof, sehr vielfältig.
Es ging sehr tolerant zu und auch wir haben uns mit Reuter befasst und ich habe ihn als Schülerin, als freiheitsliebenden Humanisten kennengelernt, der Streiter für die Armen und Unterdrückten war und der den Obrigkeitsstaat kritisierte. Heute in meiner Rolle als Mitglied des Landtages werden wir sicher nicht zusehen, wie Sie unter Ihrem Deckmantel der Heimat- und Volkstümelei unsere Gesellschaft, unser Familien- und unser Frauenbild 30, 40, 50 Jahre zurückkatapultieren und dazu auch noch Fritz Reuter und seine Werke benutzen. Ganz sicher nicht. Vielen Dank. Wir lehnen diesen Antrag ab.